Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Video hier im Juli. Ja, der Juli ist jetzt schon fast wieder vorbei und in diesem Video wollte ich euch mitnehmen beim Schuhfärben. Ich habe mir hier so eine Farbe gekauft. Dazu, was für eine Farbe genau ist, das werde ich gleich alles mal noch mit drauf eingehen. Aber ich wollte euch nochmal sagen, vor 2 Wochen ist ungefähr mein letztes Video gekommen. Und zwar nämlich Kalender Teil Nummer 3, die vorletzten 3 Monate meines Kalenders. Ich würde mich da sehr freuen, wenn ihr mal einschaltet. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Ich setze mich in den Garten, ziehe was anderes an und ja, genieße das schöne Wetter draußen und male meine Schuhe an. Ich wünsche euch viel Spaß. So, bevor ich anfange, wollte ich nochmal alles genau zeigen. Das hier sind die alten Schuhe, die ich auch färben werde. Da werde ich gleich den Schnürsenkel rausmachen. Die habe ich ungefähr vor 1 Jahr gekauft. Und die hier sind neuer. Die sind noch richtig schön hell oder dunkelblau. Ja. Ich habe einmal Handschuhe, dann habe ich einmal hier die Farbe. Das ist übrigens keine Werbung. Ja, die habe ich für 3,45 € gekauft. Dann habe ich hier Wasser und eine Bürste. Eine Zahnbürste, eine alte. Tempotaschentücher, eine Aufbewahrungsdose für 75 Cent habe ich hier gekauft, Malpinsel, Klebeband, Waschpulver und Tücher. Diese Farbe kann man eigentlich mit in die Waschmaschine reinmachen oder auch ja, einfach in so einer Wanne waschen. Mal gucken, wie ich das mache. Ich dachte mir erstmal, dass ich das versuche, erstmal mit Pinsel und so erstmal aufzutragen. Und ja, dann nehme ich euch jetzt mit. Okay, als erstes mache ich hier mal die Schnürsenkel raus. Getropft. Mal gucken, vielleicht färbe ich das nachher einfach auch mit. Ansonsten sieht es hier schon mal gut aus. Also es sieht jetzt, sehe ich so, ziemlich lila aus. Ich kann es jetzt nicht so gut erkennen, ob es auf der Kamera auch als lila aussieht. Ja, mal gucken. Aber ich sehe auf jeden Fall, hier sind immer solche Reste von diesem Granulatpulver noch. Mal gucken, ob die nachher noch weggehen. Jetzt ungefähr 15-20 Minuten gemalt. Also ich finde ja, das ist der neu bemalte und das ist der alte. Und ich finde ja, man sieht schon so einen Unterschied. Natürlich ist jetzt nämlich trocken und so alles. Ich habe jetzt auch entschieden, das hier einfach anzumalen mit. Aber ansonsten mal schauen. Ich male jetzt noch den hier an. So. Okay, ich habe jetzt hier noch genug Farbe. So sieht es jetzt aus. Und jetzt werde ich die gleich mit Wasser absprühen.
ist jetzt auch hier innen drin Farbe. Ja. Da habe ich jetzt Zeitungspapier und dann stopfe ich das da rein und stelle es mal in die Sonne zum Trocknen. Ja, die habe ich jetzt mit Zeitung erstmal ausgestopft. Erstmal ein bisschen trocknen lassen. Und jetzt wollte ich ja noch die Schnürsenkel blau anmalen. Ja. Ich überlege, ich glaube, ich tunke die einfach nur da jetzt rein in die Farbe. Ja, das werde ich auch tun. Die sehen jetzt echt ein bisschen lila aus. Okay, die waren ja auch vorher weiß. Ja. So, ein bisschen die Vollsaugung jetzt raus hier noch. Hoch, tue ich die mal dazu. Ich hoffe ja, dass die Handschuhe gut dicht sind. Ich möchte noch mal keine lila oder blauen Hände haben. So. Ja, ich färbe die jetzt einfach. Ein Helikopter. Ich färbe die jetzt einfach, weil zum Teil hier auch dieses draufgedruckte einfach nicht mehr so gut zu sehen ist. Ja. Okay. So. Und jetzt spüle ich die einfach nochmal schnell aus. Einmal richtig gründlich ab und dann stopfe ich sie aus. Genauso auch mit den Schnürsenkeln. Und dann stelle ich die in die Sonne zum Trocknen. So, ich bin wieder umgezogen. Ja, das sind die Schuhe jetzt. Ich kann ja mal einen neuen gegen einen anderen halten. Okay, man sieht es auf jeden Fall an den Schnürsenkeln. Und ja, kommen wir mal zu meinem Fazit. Ich hatte ja die Schuhe quasi einmal mit Farbe angemalt und dann einmal komplett trocknen lassen. Und dann sahen sie halt im nassen Zustand so aus von der Farbe wie diese jetzt hier. Ja, dann habe ich das nochmal abgespült und dann habe ich ja später zuletzt mit dem Fixierer die Farbe nochmal quasi fixiert. Und wo die Schuhe dann getrocknet sind, ist es auch hier vorne, sieht man auch hier ein bisschen heller geworden. Und bei dem Schuh, ja, sieht man es auch hier vorne. Es ist heller geworden. Finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Also ich kann ja mal das Vorher-Nachher-Foto jetzt hier einblenden. Also ich fand, vorher sahen sie viel, viel schlimmer aus von der Farbe. Und jetzt sind das wieder so Schuhe, so man sagt, ja okay, die hatte man jetzt schon ein paar Jahre, die kann man ja nochmal anziehen. So.
Ja. So sieht's aus. Ich habe diese Schuhe, bevor ich sie gefärbt habe, sehr, sehr häufig getragen, und war eigentlich relativ enttäuscht, dass jetzt diese Farbe rausgegangen ist. Und deshalb habe ich mich dann auch entschieden, hier nochmal quasi neue, neue zu kaufen für dann quasi einen schickeren Tag. Weil mit den Schuhen ungefärbt konnte man da echt nicht mehr irgendwo hingehen. Die sahen richtig so abgetragen schon aus, als ob man die irgendwie schon, ich weiß nicht, 10 Jahre lang angehabt hätte. Ja, habe ich die jetzt neu gefärbt. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das mit der Qualität von der Farbe bin ich sehr, sehr zufrieden. In der Anleitung stand ja, dass man mit diesem kleinen Päckchen, ich glaube, eine Hose oder irgendwie, warte, ich kann mal nachgucken. Nee, einen Rock, zwei T-Shirts oder zwei Handtücher färben kann. Ich habe natürlich jetzt auch hier nicht die ganze Menge benutzt. Ihr seht es vielleicht so bis hier. Also so viel an Pulver habe ich genommen. Wenn ich ehrlich bin, dieses Pulver sieht aus wie quasi Lebensmittelfarbe zum Backen, also die man so einrollen kann. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis und freue mich jetzt, dass ich die Schuhe wieder anziehen zu können. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, nächstes schöne Wetter und bis dann. Tschüss.